Nach mehreren Wochen Verletzungspause kommt Cassidy Pickerell langsam wieder ins Spiel. Die Amerikanerin spielt Volleyball bei den Viteos Nück von Neuenburg in der Nationalliga an. Am 20. Oktober vor einem Jahr hat sie sich am Ellbogen verletzt. Beim Volleyball werden die Gelenke stark belastet, zum Beispiel beim Blocken. Es war erst ihr zweites Spiel vor Saison, wo sich Cassidy Pickerell verletzt hat. Es ist schon hart, wenn man sich so früh verletzt. Aber es ist eine lange Saison und alles ist ein Prozess. Darum konzentriere ich mich jetzt darauf, wieder gesund zu sein und noch stärker wieder zurückzukommen für den Rest der Saison. Das Team macht grosse Fortschritte. Ich freue mich sehr auf das Abenteuer und als Teil von diesem Team auf dem Feld zu stehen. Die Profisportlerin ist jetzt im Spitalzentrum Biel in Behandlung. Ihr Arzt ist Roman Weibel, der leitende Arzt orthopädische Klinik, Team Schultern, Ellbogen und Sport. I heard you were playing a little bit with the ball. Yes, and it feels good now. Feels good now. Okay. Der Roman Weibel informiert sich über die Fortschritte von seiner Patientin. Sie fährt wieder ein bisschen an von spielen, tut es aber nicht forcieren. Für einen Grossteil der Partie gegen VBC Galina hat sie ihrer Mannschaft vom Spielfeldrand aus zugeschaut. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Cassidy Pickerell am Ellbogen verletzt hat. Das Problem mit dem Ellbogen von Cassidy ist auf der einen Seite hier in dem Bereich vom Innenband ein Riss, den sie gehabt hat vor jetzt mehr als einem Jahr in den USA noch, der damals behandelt worden ist mit einer Schiene. Und jetzt wieder eine gleiche Verletzung durch eine Hyperextension, das heißt ein Überstrecken des Gelenks. Man sieht hier am Ellbogen den Oberarmknochen, die Elle und die Speiche, die zusammenkommen, also ein relativ komplexes Gelenk. Hier das Innenband ist damals an der Seite vom Oberarmknochen abgerissen. Das führt dazu, dass es instabil wird und dass gerade bei den Volleyballspielern, bei Blockbewegungen oder auch beim Annehmen des Balls, dort recht, wo sehr viel Druck auf dieses Band kommt, dort Probleme entstehen können, wenn das nicht stabil ist. Um zu sehen, wo am Ellbogen sich seine Patientin verletzt hat, hat Roman Weibel verschiedene Untersuchungen gemacht. Eine davon ist die dynamische Untersuchung unter Durchleuchtung. Dank diesem Apparat sieht er, wie die Bänder auf Bewegungen reagieren. Das kann ich machen, indem ich sozusagen Druck auf das Innenband gebe, durch die Bewegung, die ich mache. Und ich kann gleichzeitig in dem Röntgen live sehen, was passiert mit dem Gelenk. Habe ich dort eine Erweiterung des Gelenkspalts oder bleibt das stabil? Zusätzlich zur dynamischen Untersuchung und der Durchleuchtung macht er auch MRIs. Weil Cassidy Pickerell während ihrer Spielzeit in den Vereinigten Staaten einen Bänderriss hatte, überprüft Roman Weibel, ob es sich hier um eine ähnliche Verletzung handelt. First off, we can see here. Zuerst sieht man hier, in diesem Bereich, dass da hier, das ist das ulnare Seitenband. Man sieht, es geht von Ellen da unten bis zum Oberarmknochen hier. Und man sieht immer noch ziemlich viel Narbengewebe in diesem Bereich. Auf dem MRI sieht man die Verletzung immer noch recht gut. Das ist einer der Gründe, warum wir die Untersuchung gemacht haben. Das MRI deutet darauf hin, dass euer Seitenband immer noch nicht ganz verheilt ist. Wir wissen zum Glück aber jetzt, dass es nicht so ist. Sie hat sich hingegen einen kleinen Bruch zugezogen von dem Teil, der mit der Speiche verbunden ist, oder das Gelenk mit der Speiche bildet. Das ist kein Bruch, den man sich vorstellen kann, wie zwei Teile, die gegeneinander verschoben sind, sondern durch diese Überstreckung des Ellbogens ist es dazu gekommen, dass der Knochen, der Oberarmknochen, ein bisschen eingedrückt worden ist auf der Rückseite vom Oberarmknochen. Und das braucht jetzt natürlich Zeit, bis es heilt. Und gleichzeitig muss man aufpassen bei dem nach der Verletzung, die sie gehabt hat auf der Ellbogeninnenseite, dass man dort nicht übertreibt, dass sie nicht wieder Probleme kriegt langfristig. Eine Operation ist darum nicht nötig. Für die richtige Entscheidung können zu treffen, muss der Orthopäd alle Informationen zur Verletzung haben. Es gibt gewisse Pathologien, das heißt
Verletzungsmuster, wo eine Operation zwingend notwendig ist. Und das ist die Kunst zu erkennen, wann ist das vorhanden und wann nicht. Und das können wir eben gestützt auf gewisse Untersuchungen, die wir machen. Oder das ist auf der einen Seite die Untersuchung des Patienten klinisch, auf der anderen Seite das MRI, was wir auch bei der Cassidy gemacht haben. Und dann auch eben diese Untersuchung dynamisch unter der Durchleuchtung, wo wir wirklich live sehen können, sind die Bänder stabil genug, ja oder nein. Das unterscheidet sich nicht, ob wir jetzt von der Schulter reden oder dem Ellbogen reden oder einem anderen Gelenk sprechen. Im Schluss ist es einfach wichtig, dass man fundierte Fakten hat, die man zugrunde legt, ob eine Operation notwendig ist oder nicht. Im Fall von der Cassidy Pickrell reicht eine konservative Therapie. Es braucht dann allerdings, obwohl keine neue richtige Bandruptur, das heißt kein kompletter Abriss dieses Bandes vorhanden ist, eine Ruhigstellung auf der einen Seite, damit der Knochen, der dort eingedrückt war, ausheilen kann, und auf der anderen Seite, um teilweise Risse der Sehne behandeln zu können und dass die ausheilen können. Diese Ruhepause will die Sportlerin positiv nehmen. Ich bin in die Physio gegangen, um dazu zu sorgen, dass es richtig bewegt und gut verheilt. Ich musste während 3 Wochen Stützen tragen. Die Leute haben darum Robocop gesagt. Das war lustig. Ja, es einfach locker nehmen und dafür sorgen, dass es richtig gut verheilt. Es ist schon hart beim Training und das Spiel nur zuzuschauen und nicht selber mitmachen. Als professionelle Spielerin liebe ich meinen Sport. Das ist das, was ich gerne mache. Und da ist schon härter, seit den Banden zu stehen. Aber dafür komme ich umso stärker zurück. It's hard watching from the sidelines, but I know that I'll come back even stronger. Es ist schwierig abzuschätzen, wie lange die Heilung eines Patienten dauert. Bei Spitzensportlern ist es besonders schwierig. Die Profisportler, die drängen immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder zurückzugehen in den Sport. Und bei denen, da gibt es nicht 50%, sondern wenn die wieder zurückgehen, dann ist das 120%. Oder die wollen, die gehen Vollgas in das Match, die können auch nicht funktionieren, wenn sie nicht bei 100% sind. Und da ist es immer schwierig, ein bisschen die Balance zu finden. Meistens sind das Patienten, die man sehr bremsen muss, zurückhalten muss. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Trainer vom Team notwendig. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten vom Team notwendig, mit dem Teamarzt notwendig, um dort den Wiedereinstieg wieder zu finden, den richtigen Zeitpunkt. Cassidy Pickrell muss es jetzt ruhig angehen. Besonders, weil die 22-jährige Amerikanerin für diese Saison klare Ziele hat. For this season, have the goal. Mein Ziel für diese Saison ist, eine Medaille zu gewinnen. Es wäre so cool, mit einer Medaille um den Hals herzukommen, vor allem mit diesem Team. Wir haben so hart trainiert, wir hätten es verdient. Ein weiterer Schritt zu diesem Ziel hat sie an diesem Match gegen VBC Galina erreicht. Nachdem ihr Team zuerst 2-0 im Rückstand war, konnten Cassidy Pickrell und ihre Teamkolleginnen das Spiel umdrehen und haben beim Tiebreak 3-2 gewonnen.